So, hallo, wir sind gerade am Hauptbahnhof. Meine Stimme ist komplett weg. Wir waren ja gestern noch unterwegs. Hier ein kleiner Ausschnitt. Das erste Mal seit Ewigkeit, dass wir da wieder durch Köln cruise und es geht abwärts. Wir haben gehört, dass hier zwei... Ja. Und ich bin auf dem Weg zu Katie. Und mein Zug kommt in 4 Minuten. Und der ist dann gleich 6. Das ist schon überall. Hi, ja? Musst du also voll in den Zug rein. Ja, dann mach's schönen Tag noch. Ciao. Okay, der Zug ist schon da. Okay. Wir sind im Zug, bis gleich. So, ich bin in Frankfurt. Hallo. Und jetzt suchen wir mal die Katie, die holt mich nämlich ab. Echt nett. Hoffentlich hat sie mich nicht vergessen. Okay. Dann suchen wir jetzt mal die Katie. Bis gleich. Brauchen wir eine Stimme. Katie kommt erst 5 Minuten später, deswegen gehe ich jetzt noch was einkaufen. Und ich glaube, ich bin gerade am Einkaufsladen vorbeigefahren. Dann drehe ich eine Runde. Travel Shop, okay. So, ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit gekauft hier. Die Katie ist auch da, ich habe gerade noch einen Zuschauer getroffen. Hi. Hey, hallo. Falls du Katie, du möchtest noch jemanden grüßen? Genau, meine Schwester ist zu mir hier. Hallo, guck mal hier, der Simon, ich kann ihn so berühren. Hallo. Verrückt, oder? Was man alles mit mir machen kann. Meine Stimme ist aber auch weg. Ja, cool. Okay, vielen Dank dann, Simon. Ja, freut mich, dass du viel Erfolg noch weiterhin bei deinen Vlogs. Ellenbogencheck. Ellenbogencheck. Ja, dann, einen schönen Abend. Ebenso, ciao. Ciao, ciao. Danke. Okay, ich sehe sie schon. So, jetzt ist es schon im Auto und fahren jetzt los. Bis gleich. So Leute, es ist schon der nächste Morgen, beziehungsweise es ist schon mittags. Ich habe es gestern Abend einfach nicht mehr geschafft, mein Video fertig zu machen. Hinter mir sitzt die Katie. Hallo. Und ja, ich wollte euch einfach noch ein bisschen was erzählen, was nämlich am Tag davor noch so los war. Das habe ich mich noch gar nicht eingeblendet. Ihr habt am Anfang kurz einen Ausschnitt gesehen, dass ich mit Dena unterwegs war. Mit dem Board am Rhein und wir waren auf der Suche nach Palle und Peter, die joggen waren. Und das wollte ich noch kurz zeigen. Los geht's! Wow! Okay, Leute, wow. Wir haben sie verloren. Unser Plan ist leider fehlgeschlagen. Wir wollten ja die beiden Jogger finden an Dena. Die waren so schön eingekleidet, ne? Und du hast die ganze Zeit gesnapchat. Ja, ich habe die ganze Zeit Snapchats gemacht auf der Brücke. Ja, und dann haben wir die verloren. Das war meine Schuld. Aber wir hatten so eine geile Aussicht. Da musste ich einfach einen Snap machen. Guten Tag, wir haben gerade ganz viele Zuschauer getroffen. Und meinen größten Fan, die Nougat-Schnitzel, Bram. Hi, kimmel dich an. Ja, ich weiß. Bram und ich ablecken. Ja, darfst du. Oh, ich hab Angst. Was getan. Er muss jetzt auch schon weiter. Ich wollte einfach nur mit ins Video nehmen. Und die Frau redet die ganze Zeit. Ja, aber das ist Gleis 8, Mönchengladbach. Da müssen wir hin. Logisch. Da fahren wir jetzt hin. Falls nach Mönchengladbach. Und du weißt, was du tun hast. Würstchen. Mach das. Okay. Du hast schon geduscht? Ich hab gerade geduscht, ja. Alter, Palle ist schon geduscht. Wir sind ja super langsam gewesen. Ja, ja. Wir haben die Longitude gefaked. Jetzt gib mir doch mal einen Schlüssel, Mann. Ich stehe hier immer noch so. Ey, guck mal, so seht ihr. Das nächste Mal, wenn ihr hier laufen geht, dann werden wir euch erwischen. Ja, ich kann nicht jetzt duschen gehen. Wenn du die Kamera zumachst, vielleicht. Yo, checkt ab hier. Ansonsten ist nicht viel passiert. Morgen möchte ich gerne ein Video machen, in dem ich euch erzähle, wie es eigentlich weitergeht mit der Reise. Mit wie lange bleibe ich jetzt hier, was jetzt mit der Reise genau passiert. Ich möchte einiges verändern, wenn die App rauskommt und das werde ich euch morgen im Video erzählen. Ihr könnt mir dazu auch gerne Fragen stellen, falls ihr irgendwelche Fragen zur Reise habt, falls ihr irgendwelche Fragen generell zu dem Projekt dieses Jahr habt, stellt mir gerne Fragen in die Kommentare. Oder auch gerne auf Twitter, Facebook, World of Nerds, von mir aus auch Instagram, ich lese die überall und werde auch von überall, wenn ich gute Fragen finde, mit reinnehmen.
Ich habe auf jeden Fall einiges vor. Es wird sich auf jeden Fall einiges an dem ganzen Konzept ändern. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich so wie es jetzt ist, momentan, also so wie es jetzt war mit der ganzen Reise, cool fand, aber ein bisschen zu langweilig. Mir fehlt ein bisschen so die Action. Und das möchte ich jetzt ändern, indem ich euch komplett mit einbeziehe. Das heißt, unter anderem werde ich halt komplett euch entscheiden lassen, wo es hingeht durch die App. Und es wird dann halt immer, wenn ich irgendwo bin, halt die Möglichkeit geben, dass ihr wirklich jeden Tag entscheiden könnt, was passiert da jetzt so. Ich bin jetzt gerade da und da. Und dann gibt es immer so Auswahlmöglichkeiten und so. Ich möchte mich dann komplett fernsteuern lassen und möchte mal gucken, wie das so ist, wenn man halt wirklich sich auf euch verlassen muss und sich fernsteuern lässt. Ich glaube, das ist halt ein mega Abenteuer und ich habe da mega Bock drauf. Und ja, das wird auf jeden Fall cool. Morgen Mittag gibt es dann den nächsten Vlog und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mich da oben da, würde mich riesig freuen. Wir sehen uns morgen, haut rein. Ne, wir sehen uns heute Abend beim Gaming-Video, falls ihr Gaming-Videos schaut. Aber da erzähle ich immer so viel drin, also falls ihr das Spiel nicht mögt, also falls ihr sagt, ey, Minecraft interessiert mich gar nicht, könnt ihr auch gerne einfach zuhören, wie so ein Podcast. Okay, meine Hand fällt gleich ab. Bis morgen, ciao. Ne, bis heute Abend. Ah, tschüss.